Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, warum ich hier so mittendrin stehe. Achso, ich bin beim Reisepunkt vor der Polizeiwache ausgekommen. Okay. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Das hört sich etwas doof an, aber das habe ich schon mal öfter, gerade wenn ich irgendwelche Spiele spiele. Und ich habe geträumt, dass ich einen Dachboden gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, ob man diesen Dachboden überhaupt finden kann. Aber ich habe mir gedacht, anstatt dass wir jetzt hier, ich glaube, man konnte ja noch eine neue. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt angenommen hatte. Nee, ich habe sie anscheinend nicht angenommen. Da ist nur das leere Haus und unsere Hauptstory drin. Also, so wie ich das verstanden habe, konnte man wohl zusätzlich noch weitere Aufträge annehmen aus dieser, ja, dieser PIN-Karte. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, dieses PIN-Board da bei dem Polizeirevier. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte mich sowieso nicht mit diesen kleineren Sachen aufhalten, sondern natürlich lieber die Hauptstory weiterspielen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, jetzt muss ich erstmal gucken, Stonewood Manor, genau, dass ich nochmal zurückreise zu dem Haus. Hat nochmal den positiven Nebeneffekt. Wir können mal schauen, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hatte, dass wir, was haben wir denn gekauft? Eine Bank, glaube ich, gekauft haben. Ob die jetzt irgendwie geliefert worden ist und wir die aufstellen können oder ähnliches. Gibt es hier irgendwas im Briefkasten? Das nicht. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist die Bank. Aber ich glaube, die war vorher auch schon drin. Oh, dass der einen immer so erschrecken muss. Erst sitzt er da hinten auf den Stufen und auf einmal sitzt er wieder hier. Wenn ich mir das so angucke. Aber hier steht eine Bank. Es könnte höchstens sein, dass wir da wirklich dieses Weiße hätten kaufen können. Ich weiß es nicht. Da hinten. Ja, da hinten sind andere. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Was haben wir denn hier? Ach, da können wir rein. Why does this Nee. barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Okay. Aber da kann ich jetzt so nichts sehen, dass ich das öffnen kann oder so, ne? Schade. Ja gut. Ich hatte jetzt gerade schon ganz kurz ganz viel Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwas hatten, weil ich habe es gar nicht gesehen, dass hier auch noch was war. Aber hier ist auch nicht die Bank, die wir gekauft haben. Also, wenn das jetzt nicht Zufall war, dass das wirklich da hinten die neue Bank ist, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir die Sachen überhaupt hier unterbringen sollen, wenn wir die irgendwo gekauft hatten. Wir hatten ja in der vorletzten Folge, glaube ich, war es, so, ja, im Endeffekt so eine Bank gekauft wie da hinten. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich müsste mir echt nochmal die Aufnahmen angucken, ob das jetzt vorher auch schon da gestanden hat oder nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Also, wir haben ja jetzt schon viel angesehen. Was mich ein bisschen getriggert hat im Nachhinein. Da hinten ist ja dieser große schwarze Fleck. Und, ach so, Moment, warum sind die Sachen hier eigentlich nicht mehr angepinnt? Und wieso darf ich mich hier gerade nicht bewegen? So, Hinweis anheften. Muss ich anscheinend immer wieder neu machen. Da steht hier, einige Habseligkeiten der Familie wurden bei der öffentlichen Auktion versteigert. Also ich gehe davon aus, dass da oben dieses Gemälde auch versteigert worden ist. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt so, ja, wirklich mitbekommen habe, wo hier was fehlt. Also wo jetzt so ein großer schwarzer Fleck ist, sage ich jetzt mal. Klar, es ist hier alles sehr leer. Also ich gehe davon aus, dass hier ganz viele Sachen fehlen. Aber man sieht halt nicht viel. Sind wir hier unten eigentlich schon mal durchgelaufen? Ich glaube schon, oder? Was ich mir jetzt auch überlegt hatte, doch an den Raum erinnere ich mich aber. Was ich mir auch überlegt hatte, dass ich mal wirklich durch alle Fenster gehe und die Sicht mal einschalte. Das ist auch sehr komisch hier. Das sieht aus, als ob dahinter eine Tür oder sowas. Ja, eine Tür ist. Aber das ist. Also, da ist ein Vorhang vor. Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass das jetzt hier keine Nullnummer wird, weil wir waren ja schon mal hier.
Das heißt, eigentlich, denke ich, haben wir alles gemacht. Ah ne, hier kamen wir nicht durch, ne? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, bei dir ist immer irgendwas Wichtiges dahinter, aber du kriegst es nicht hin, die Sachen dann zu öffnen. War da gerade ein Punkt? Bei dem Fass? Nee, oder? Nee. Okay. Hier zum Beispiel auch wieder. Da sind die Vorhänge davor, aber das sieht wirklich so aus, als ob hier eine Tür ist. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Also was heißt nicht verstehe? Was ich blöd finde halt, dass man die Sachen dann nicht untersuchen kann. Aber hier habe ich ja auch schon alles durchgeguckt, soweit ich weiß. Gibt es denn hier irgendwas? Er ist jetzt gelb. Home sweet home, Sherry. Ja, weil er jetzt einen neuen Spruchauflage hat. Na toll. Das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Die Sachen haben wir uns ja schon alle angeguckt. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Mycroft's umbrella. Angeguckt. The only outgoing thing in his wardrobe. Da kann ich also auch nichts finden. Gut, gehen wir nochmal. Achso, das war diese Sache mit dem Geländer. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Ja, würde ich jetzt gerne abkürzen, aber kann ich leider nicht. Also ich habe mir jetzt nicht wirklich viel Hoffnung gemacht, bin ich auch ganz ehrlich, ob wir jetzt hier einen Dachboden finden oder nicht. Aber mich lässt das dann nicht los. Und wenn ich dann schon davon träume, denke ich immer, irgendwas muss doch sein. Also ich muss doch irgendwas machen können. Oder vielleicht irgendwas übersehen haben oder so. There must be something important behind it. I can feel it. Das sind nur Fenster. Und hier kam ich auch nicht raus, ne, auf dem Balkon. Naja. Komme ich denn hier? Das habe ich, glaube ich, noch nicht ausprobiert, aber da finde ich auch nichts. Da hinten. Generell so an den Türen ist so nichts. Ne? Hier ist auch wieder, das ist eine einfache Tür, wo was vor ist. Und ich verstehe nicht, warum da was vor ist. Das Gemälde auch nicht. Ach so, das sind diese Balken. Okay, ich dachte schon, der zeigt mir jetzt hier irgendwas an. Schon wieder knackt es überall. Aber es muss doch irgendwas auf sich haben, dass er hier sitzt. Das verstehe ich nicht. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn dann müsste das doch hier drüber sein, oder? Aber es ist nirgendwo. Also ich bin jetzt gerade sehr ruhig, ich weiß. Aber ich bin hier irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, ich bin noch etwas angepisst dabei. Weil man kriegt diesen offensichtlichen Hinweis. Es kann natürlich auch irgendwie so ein Fail sein. Das ist eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Aber man kriegt diesen offensichtlichen Hinweis. Und man kann nichts damit anfangen. Das ist das, was mich wirklich so extrem nervt gerade. Angeblich soll es einen Dachboden geben. Wir haben aber nirgendwo auch nur den kleinsten Hinweis, wie wir da hochkommen. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ja, und hier war ich ja schon, ne? Ja, also die Tür kriegen wir auch nicht auf. Nee, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht könnte man hier wirklich noch irgendetwas hinkriegen. Hier ist auch wieder die Tür, aber da war ich, glaube ich, da habe ich auch schon geguckt. Ich verstehe auch nicht, warum manche Türen zu sind. Ich höre auch immer Geräusche und als ob hier irgendjemand rumlaufen würde und weiß ich nicht was, aber
aber sie wollen irgendwie nicht. Ja, bleibt mir wirklich nur noch eins übrig, da ich ja nichts anderes machen kann im Endeffekt. Was ich jetzt gerade ehrlich gesagt tierisch nervig finde. Verschüttete Erinnerungen. Aber das kann ich nicht. Moment, ich guck mal eben was nach. Ich denke mal nicht, dass das oben wäre. Wenn irgendwas wäre. Nee, okay. Nein. Okay, mit dem hätte ich es jetzt nicht gedacht, aber gut, dass ich doch mal alles durchgegangen bin. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Okay, ein Hut. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Da hinten war gerade noch was da. Hallo? This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Do you feel it? Is it the air shimmering or is it my imagination? Okay, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was der jetzt genau gesagt hat. Scheiße. Das war aber die Mutter hier, glaube ich, hat er gesagt, ne? Das sind die Kinder. Oh nein, muss ich mir das jetzt alles nochmal anhören? Scheiße. Haben wir das aufgeschrieben irgendwo? Wir hatten viel Gepäck dabei, hauptsächlich weil unsere Mutter sich geweigert hatte, Sachen in London zurückzulassen. Ach so, das war das mit der Mutter. Mycroft war den ganzen Tag damit beschäftigt. Okay, also muss ich hier Mycroft reinmachen. Ich denke mal, Nee, Moment. Das ist aber der Vater, oder? Oder ist er das jetzt, wo er älter war? Aber das wäre ja Blödsinn, dann wäre das ja mit der Mutter nicht. Das. Wieso kann ich das jetzt nicht? Hallo? Okay. Nee, dann ist es doch der große Mycroft. Stimmt, so streng genommen von dem Vater weiß man ja eigentlich gar nichts. Ganzen Tag damit beschäftigt. Also dann so. Das ist er doch, oder? Nee. Das ist einer mit Bart. Moment. Die Reise war anstrengend für meine Mutter. Ich versuchte ihr zu helfen. Es hing immer ein Hut an Kleiderständer, aber er gehörte nicht Mycroft. Ach so, dann habe ich das eben falsch. Jemand anderes war ein häufiger Gast in unserem Haus. Dann war das wahrscheinlich der Ältere. Moment, dann würde ich sagen, so wie ich das jetzt verstehe, dass die Kinder damit beschäftigt waren und nicht Mycroft. Aber wir auch nicht. Was ist das denn? So, das ist dieser ältere Herr, der immer da... Ist das nur... Nee, sind das nur die zwei Sachen? Moment. Hier muss doch noch irgendwas mitgemacht werden. Okay. Die Reise war anstrengend für meine Mutter. Ich versuchte ihr zu helfen. Ja, das ist er jetzt aber nicht. Das ist jetzt der ältere Typ hier. Das ist Mycroft, denke ich mal. Ah, da ist der Kleine. Okay, ja, wir versuchen es jetzt mal so. Also, so habe ich es jetzt verstanden. You're not even trying, Sherry.
Concentrate. Nicht. Oder ist er das, der hier drin liegt? Das kann natürlich auch sein, dass das Mycroft ist. Kann man hier noch einmal weitermachen? Nee, dann kommt der Ältere wieder. Dann ist das wahrscheinlich... Hat das vermutlich hiermit zu tun, dass... Ja, aber warum sollte er jetzt da den Finger rausstrecken? Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Ach so. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Okay. Ankunft auf Cordona. Es regnete an dem Tag, an dem wir früh am Morgen auf Cordona ankamen. Sherrys Mutter war schwach und ziemlich wackelig auf den Beinen. Daher wollte ich ihr helfen. Mycroft war gerade mit dem Gepäck beschäftigt. Doch als er sah, wie sein kleiner Bruder versuchte, seiner Mutter zu helfen, trug er ihm auf, nach oben auf unser Zimmer zu gehen. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesen ein. Ach, das war der Arzt. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Otto Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sicher glauben, dass Violet an Tuberkulose leidet. Aha. Sherry wurde inzwischen klar, dass er sie damals nie hatte husten hören. Okay. Oh. Ah! Oh. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Ah, geil. Dann kommen wir ja doch endlich mal weiter. Aber hier können wir jetzt nichts machen. Das war oben, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das war oben. Perfekt. Also das heißt, diese Türen, wo ich nicht durchkam, haben immer, nehme ich mal an, irgendwas damit zu tun, dass wir was lösen müssen. Ach du Scheiße. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Was ist das denn? Scary Teeth? Okay. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Ja. Ach so, da unten. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted and we met it, didn't we? Okay. Schauen wir uns hier mal genau um. Was ist das denn? VR, ich hoffe, es ist jetzt keine Anspielung auf VR-Brillen. Need to repeat this one day, but with bullets. Ach, das sind Dartpfeile. Denke ich mal. Doch, es sind Dartpfeile. Ach du Schande, okay. Aber hier gibt es jetzt keinen Dachboden, oder? Ich suche immer noch den Dachboden, weil ich davon geträumt habe. Wobei der vermutlich nicht so aussieht wie der Dachboden, den ich mir jetzt vorgestellt hatte. Kann man das hier öffnen? Nee. Was ist das? Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Okay. Haben die denn auch irgendeinen Zweck oder warum haben die die gesucht? Ah, da kann man. Theoretisch? Jetzt. Ah, okay. Nee, ich drücke gerade wieder die falsche Taste. I can't believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours. They were half mine, too. Nix da. Alles meins. Die Ausgeburt meiner Fantasie kriegt gar nichts ab. Okay, Moment, da war was. An artifact from Palau carved out a bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Okay. Bester Pirat. Oh, it reminds me of our neighbor. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Gedankenspiele. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Okay, da schauen wir doch mal eben rein. Also, befreundeter Nachbar. Wir hatten auf der Insel einen Nachbarn, der...
ein Freund der Familie war. Okay, das geht nicht. Können wir das mit irgendwas? Verschwundene Polizeiakte? Ja, okay, mit dem. Das können wir auch nicht miteinander. Ich kann Tuberkulose und keine Tuberkulose kombinieren. Okay. Mycroft hat gelogen. Mycroft verschleierte die Wahrheit über Mutters Tod und tischte mir die Tuberkulose-Lüge auf. Ja, das ist offensichtlich. Johns Tagebuch. Erinnerungen, haben wir da noch irgendwas Wichtiges? Nee, das ist nur das von eben. Okay. Aber er will noch irgendwas mit den Gedanken spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass wir da wirklich noch was kombinieren können. Oder ob das... Ja, halt... Ah. Bevor ich das kombiniere, das dauert dann länger, versuche ich es einfach mal so. Familienfreund. Es gibt zwar keine Aufzeichnung über Mutters Tod, aber ein alter Familienfreund auf Cordona könnte etwas wissen. Ja, das habe ich mir jetzt auch schon fast gedacht, weil... Also eben meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Typ Arzt war, wurde erwähnt. Suche nach einem Familienfreund. Ja, das ist ja jetzt quasi Geschichte, ne? Das tue ich mal rein. Es gibt keine Aufzeichnung über den Tod meiner Mutter, aber ich erinnere mich an einen alten Familienfreund, den wir hier auf Cordona hatten. Einen exzentrischen Mann namens Theodore Gilden, dem der rechte kleine Finger fehlte. Wenn er noch hier lebt, kann er mir vielleicht mehr über den Tod meiner Mutter verraten. Okay, also das ist ja ein guter Hinweis mit dem Finger, falls ihn jemand kennt. Er hatte damals in einem der Nachbarhäuser gelebt, in der Nähe der griechischen Brücke. Und in seinem Hof hatte er einen gasgefüllten Ballon. Ja, ob er den jetzt noch hat? Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Okay. So, was haben wir denn hier? Können wir hier noch was machen? Ja. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Okay. Was ist das denn? Hat der Musik? Look at this, John. Ah, ja. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Ja, ich sehe auch gerade die Nuttenblätter auf dem Boden. So, was haben wir hier? Ach. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. Ach du Scheiße, okay. Ich meine, das ist ja alles nicht verkehrt, aber alles als Kind, so wie ich das verstehe. Interesting. Oh. What's that over there? Okay. Also auf jeden Fall ein Schlüssel, aber das sieht fast aus wie ein Türknauf oder sowas. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. Irgendwelche Geheimnisse. Moment, a magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Ja, zum Beispiel. Gut, schauen wir erstmal so. So können wir hier nichts mehr machen, aber er ist wieder gelb. Er hat anscheinend wieder einen neuen Dialog drin. Nee, so ist er nicht gelb, hä? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Also wenn du schon nichts Vernünftiges zum Fall beizutragen hast, dann halt doch einfach die Klappe. Okay. Ach so, Moment. Mir fällt gerade was anderes ein. Da stehe ich drauf. Türknopf auf Holz. Genau, da müsste ich den ja theoretisch... Erstmal, was ist das hier? Versteckter Schatz. John erinnerte sich daran, dass wir einst irgendwo in diesem Zimmer einen Schatz versteckt hatten. Er forderte mich im Zug eines kleinen Spiels heraus, diesen zu finden. Ja, dann hefte ich das doch mal an.
Ist immer noch nichts Neues drin? Dieses VR ist irgendwie... Oder hat das was mit dem Tür... Also, er hat es ja gesagt, als ich den Türknauf aufgenommen habe. Das Einzige, wofür ein Türknauf wäre... Ich muss mal wieder umschalten. Also, für die Schubladen nicht. Das Regal ist offen. Na gut, hier unten, das Ding ist offen. Was ist hiermit? Da sind über... Oh, Moment. Ah, da fehlt ein Türknauf. Moment, muss ich vielleicht das andere erstmal auswählen? Ah, okay. Wie setze ich den jetzt ein? Hallo? Achso, okay. Perfect match. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Ja, das wollte ich, seit ich ein Kind war, auch immer sowas anlegen. Klingt irgendwie irre, ich weiß. Aber ich fand es auch immer unheimlich interessant. Ach so, die Pfeife, oder? Doch, die Pfeife. Okay. Made of cherry wood. Father's favorite. Ja, für eine Pfeife sieht sie nicht schlecht aus. Still has a faint odor of tobacco. One of the few things on this island that smell like home. Sigarholms Pfeife. Eine kleine, gerade Pfeife aus Kirschholz, die einst Cherrys verstorbenen Vater Sigarholms gehörte. Wir mussten sie vor Violet verstecken, da sie nicht wusste, dass wir sie in London aus seinem Zimmer entwendet hatten. So, so. Das Holz ist alt und vom intensiven Gebrauch abgenutzt. Doch Cherrys Vater ging sehr pfleglich mit ihr um. Sie riecht noch leicht nach Tabak. Cherry hat die Pfeife seines Vaters an sich genommen. Ich schätze, sie hat für ihn einen hohen ideellen Wert. I knew you'd find it in no time. Ach, das war der versteckte Schatz? Okay. Ich meine, die Schublade war jetzt offensichtlich, aber dass das der Schatz war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, dann haben wir das abgeschlossen. Das ist aber immer noch rot. Wieso ist das noch rot? Ist doch eigentlich auch abgeschlossen dadurch. Hier ist auf jeden Fall kein Hinweis. Okay, also wir machen das mit dem Familienfreund erstmal wieder rein. Es gibt keine Aufzeichnungen. Brücke, gasgefüllter Ballon. Ja, also ich würde sagen, vermutlich können wir jetzt hier erstmal nichts mehr machen, dass wir jetzt erstmal nach diesen Familienfreunden suchen müssen. Ich guck nochmal, aber hier unten ist ja jetzt auch nichts. Ich denke mal, man muss hier unten sich irgendwie erinnern, damit man die Tür aufmachen kann. Ja, aber warum sollte ich mich hier an diesen Freund erinnern? Ja gut, also ich gehe mal davon aus, dass wir hoffentlich weiterkommen, wenn wir den Familienfreund gefunden haben. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Es ist zwar nicht halb so ausgegangen, wie ich es mir jetzt gedacht hatte, beziehungsweise wie ich es geträumt habe. Irgendwie kommt ja der ganze Putz von den Wänden gerade runter. Ja, ich finde es auch, verschließ nicht die Augen davor, aber ich finde es auch schrecklich. Vielleicht werden wir dieses Rätsel noch lösen, ob wir einen Dachboden haben oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge den Familienfreund finden. Da müssen wir dann mal gucken, wo die griechische Brücke ist und ob da irgendwo, ja, eventuell ein gasgefüllter Ballon zu finden ist. Und wenn nicht, ob vielleicht irgendwelche Nachbarn was darüber wissen. Ich bin echt mal gespannt. Aber ich bin auch sehr froh, dass es endlich weitergeht. Bis dann zur nächsten Folge. Ciao!